Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Miki und herzlich willkommen zu meinem Adult Performer Podcast. Heute habe ich endlich mal die Möglichkeit, diese hübsche Lady hier zu interviewen. Du hast dich ja vor kurzem umbenannt in genau. Mia Manu. Habe ich es richtig ausgesprochen? Genau, ja. Wie hast du vorher geheißen? Mia Geil 69. Und ich habe den nach der Venus umbenannt. Mhm. Den Namen, mir hat er einfach nicht mehr gut gefallen. Mhm. Und ich hatte den schon so lange, habe den damals mit 19 ausgesucht und dachte mir, nee, da muss jetzt was Neues her. Hat sich quasi weiterentwickelt vom Namen. Ja, genau. Ja. Wir haben uns ja eigentlich auf der Venus-Party damals kennengelernt. Ja. Und ich musste heute, ich gucke so und du kamst mir so bekannt vor. Und wegen der Namensänderung auch, dachte ich mir so, ach so, du bist das? Ja, ja. Weil die Haare sehen auch so anders stimmt, aus. Stimmt, dann haben wir das erste Mal gesehen. Danke. Bist du nur im Amateurbereich noch tätig oder hast du auch mal vor, so in die Profischiene einzutauchen? Was schiebt dir vor? Also aktuell kann ich mir nur den Amateurbereich vorstellen. Mhm. Vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, aber ich denke, erstmal ist das so das, wo ich mich wohlfühle. Und du bist hauptsächlich auch auf My Dirty Hobby, oder? Genau, dort bin ich exklusiv. Also ah, nur dort. Exklusiv, genau. Mhm. Mhm. Seht ihr? Also wer mit ihr sich kontaktieren möchte, nur über My Dirty Hobby. Genau. Ist bei mir aber auch so, ich bin dort auch exklusiv. Ja. Du hast ja heute was ganz Besonderes gemacht. Mhm. Erzähl mal. Ja, heute haben wir, wie sagt man dazu, Werbung aufgenommen fürs TV und auch für Websites, so wie ich das jetzt verstanden habe. Genau, ja, das war ganz cool. Es hat Spaß gemacht. War mal was ganz anderes. Mhm. Und ich fand es auch super. Wir haben ja heute eben für Fernsehwerbung aufgenommen zum Telefonieren, so ruf mich an mäßig. Ja. Und es war richtig witzig, weil man da eigentlich eher so ein bisschen unnatürlich sein muss sogar. Ja. So ein bisschen übertrieben. Aber eigentlich ganz witzig. Willst du es öfter machen? Ich würde es wieder machen. Also ich fand das eigentlich ganz cool. Sehr nice. So ein bisschen so das, was man immer im Kopf hat, wenn man an sowas denkt. So muss man es dann auch direkt spielen. Ja. Aber es war cool. Wie hast du dich eigentlich dazu entschlossen, Porno zu machen? Das ist eine gute Frage. Wenn du die Antwort nicht weißt, musst du auch nicht sagen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Das war zum Corona-Lockdown tatsächlich, weil davor habe ich so ein bisschen abends im Nachtclub getanzt, so Stripclub-mäßig. Und dann ist mir halt diese zusätzliche Einnahmequelle so ein bisschen weggebrochen. Und dann dachte ich mir, okay, was könnte ich jetzt noch machen? Und dann hat damals jemand zu mir gesagt, ja, probier doch mal Webcam oder sowas aus. Und dann dachte ich mir erst, ach, als ob das irgendjemand überhaupt sich anguckt, da diese Webcams. Und dann ging es erstmal los mit der Webcam. Und dann habe ich gesehen, ach, die Mädels, die laden da auch so Pornos hoch, so Homemade-Pornos. Mhm. Okay, cool. Und dann habe ich damals meinen Ex gefragt, ob er nicht Lust hätte, das mit mir zu machen. Und so kam es dann dazu, dass wir das angefangen haben. Genau, mit dem Handy dann so ganz amateurhaft halt zu Hause gefilmt. Klar. Und fand ich das dann ganz nett. Ich habe ja damals, wo du sagst Handy, ich habe ja damals auch angefangen, mit Handy zu filmen. Und ich hatte ja niemanden, der mich filmt. Ich habe allein gewohnt. Es war auch so Lockdown und so. Ne? Und ich wusste nicht wie. Und da habe ich mein Handy, hatte auch kein Stativ und gar nichts. Ich auch nicht. Ich habe es immer irgendwie so auf Büchern abgestellt. Ja. Und ich hatte so einen mobilen Ganzkörperspiegel, weil man soll ja nicht mit der Frontkamera filmen. Und den habe ich mir dann immer so hingestellt, davor das Handy, damit ich im Spiegel sehen kann, was im Handy abgeht. Das kenne ich, das habe ich genauso gemacht, also ohne Spaß. Original, genau so hat es angefangen, ja. Und dann irgendwie so immer versucht, oh, jetzt kein Stativ, wie stelle ich jetzt dieses blöde Telefon so hin, dass ich das irgendwie noch im Bild habe und... Baby, wenn man so der Kopf halb weggeschnitten, wenn man hat. Vor allem so ein Handy-Stativ kostet 15 Euro, ja, aber nee, machen wir nicht. Erstmal nicht. Und wer filmt dich jetzt? Immer noch das Stativ tatsächlich, in den meisten Fällen, ja. Mhm. Ja. Machst du denn hauptsächlich Solo-Videos oder? Also auch gelegentlich am Anfang. Also ich hatte 3 Jahre Pause und dann habe ich wieder angefangen. Da habe ich dann erstmal nur Solo gedreht und jetzt eigentlich kaum noch. Mhm. Genau, und dann entweder mit Stativ oder POV, dass dann der Drehpartner dann filmt. Hast du jemanden, mit dem du öfter drehst oder wechseln sich die Drehpartner so ein bisschen?
Also am liebsten habe ich einen festen Drehpartner. Hatte ich auch eine Zeit lang, aber aktuell nicht. Und dadurch ist dann auch immer ein bisschen Wechsel drin. Dann lernt man irgendwie Leute kennen auf der Messe oder so. Und dann, okay, wollen wir nicht mal irgendwie da. Und dann kommt es dazu, dass man zusammendreht. Ja. Jetzt die Frage aller Fragen, die sich die Zuschauer wahrscheinlich stellen werden. Machst du User-Drehs? Ja, User-Drehs habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Das habe ich mich noch nicht so getraut. Und ja, wer weiß, was die Zukunft bringt. Ja. Vielleicht mache ich das noch. Ja. Genau. Du bekommst doch sicher viele Anfragen, oder? Ja, klar. Also ja, natürlich kommen dann die Anfragen. Oder brauchst du einen Drehpartner? Das ist natürlich auch die Standardfrage. Genau. Meistens brauche ich keinen, weil ich dann schon jemanden habe. Aber ich schließe es jetzt auch nicht komplett aus, dass sich da jemand bewerben kann. Weil dadurch, dass ich ja aktuell keinen festen Drehpartner habe. Weil manchmal sticht ja auch ein User so ein bisschen hervor, der gut aussieht, der ganz nett ist und der eigentlich wirklich ein Video machen möchte und nicht einen wegsteht. Das ist der ganz große Unterschied, wenn man wirklich jemanden sieht, wo man dann sagt, okay, es passt auch vom Aussehen her. Es muss auch ein bisschen so die Chemie da stimmen. Ne? Man muss sich attraktiv finden. Ja. Wo kann man dich denn überall auf Social Media finden? Ja, Standard Instagram, ne? Und was gibt's noch? Twitter? Ja. X. Genau, das sind so, ja, sind so die Standardportale. Beantwortest du dort jemals Nachrichten, die du bekommst? Gelegentlich. Ah, wirklich? Also tatsächlich ja, aber nicht alle. Also, bitte nicht zu spam jetzt. Also. Ja, also es ist wirklich, wenn ich mal Zeit habe und dann auch Lust habe und dann so normale Fragen kommen, dann beantworte ich sie auch gerne mal. Also wenn jetzt jemand fragt, okay, was ist jetzt hier mit Autogrammkarten oder gibt es irgendwas von dir so, Fanartikel oder so mäßig in die Richtung. Da gehe ich schon drauf ein, weil das ist eine normale Frage, die ich jetzt so auch nicht jeden Tag in der Story beantworte. Aber jetzt irgendwelche so Drehanfragen oder so, das beantworte ich natürlich nicht. Hast du den Fanartikel? Nee, die habe ich aktuell noch nicht. Ich auch nicht. Aber, ja. Immer noch nicht nach 3 Jahren. Ja, das also, hat sich jetzt irgendwie noch nicht ergeben. Aber ich denke, kommt irgendwann. Ja, du hast Zeit. Ich denke mir auch, solange du dein Ding machst, deine Videos verkaufst und da kein Präsent bist und so, das ist ja eigentlich das, was du verkaufst. Exakt, eigentlich. Das ist das Produkt. Dich, deine Persönlichkeit, genau. Wir selber sind ja das Produkt und total. Nicht irgendwelche Tassen. Ich meine, ist so schön, welche zu haben. Ich überlege auch gerade, einen Onlineshop zu machen. Aber es ist nicht so, dass es sein muss. Also ja, es ist nicht der Job, den man eigentlich macht. Dann genau. In dem Sinne, ja. Das sehe ich auch so. Möchtest du denn noch irgendwas über dich erzählen, was man vielleicht noch nicht weiß oder irgendwas Lustiges, was in Erinnerung geblieben ist, außer aus dem Spiegel? Oh Gott, also das Einzige, was mir immer wieder in Erinnerung kommt, ist, dass, ja, ich glaube, viele denken immer, dass man, wenn man diesen Job macht, extrem extrovertiert ist. Ja, stimmt. Bin ich jetzt, also es fällt mir nicht schwer zu connecten mit Menschen, aber also das erste Event, wo wir uns kennengelernt haben, das war für mich der Horror. Oh. Das war das Schlimmste für mich, da hinzugehen. Und ich war dann mit Freunden sozusagen, nicht alleine. Hab dann davor auch gefragt, ja, können wir da nicht zusammen hingehen? Weil ich traue mich jetzt nicht so alleine und mein erstes Event, ich kenne niemanden. Albtraum. Also mir war alles unangenehm. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten soll. Ja. Bei mir ist es eher so, wenn ich in der Branche unterwegs bin, da habe ich ja eine Rolle, ne, Mickey. Und da tue ich dann auch eher mutiger, als ich es eigentlich bin. Und da gliedere ich mich schon einfacher ein. Bei mir ist es eher, wenn ich zum Beispiel mit Freunden ausgehe und die laden Leute dazu ein, die ich noch nicht kennengelernt habe. Und dann fühlt sich so an, als würde mir jemand den Mund zuhalten. Also ich kriege nichts raus, ich bin nervös, ich weiß nicht mal mehr, wie man normale Sätze spricht. Also kann ich das völlig nachvollziehen. Ja. Ich weiß nicht, wo ich mit meinen Händen... Das ist voll, es ist echt seltsam. Also manchmal an so einem Set oder so fällt es einem dann leichter, als irgendwie auch im Privatleben, wie du gerade gesagt hast. Das ist tatsächlich so, ja. Und noch ein Fun Fact, weil wir ja den Job machen, den wir machen, denken vielleicht viele Leute, dass wir sehr offen mit unseren Körpern umgehen. Nee. Also, ich weiß jetzt nicht. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist immer noch so, wenn ich zum Beispiel im Gym bin, fällt es mir ein bisschen schwer, mich umzuziehen, wenn mehrere Frauen in der Umkleide sind. So dumm, obwohl die sich ja komplett nackt machen und duschen gehen. Aber ich denke mir immer so, okay, das ist jetzt duschen, schnell umziehen. Also ja, ganz strange. Ja, das verstehe ich total. Also mir geht es genauso. Ich bin da auch nicht so im Sommer mit mega kurzen Röcken oder sowas. So nicht. Findet man mich dann nicht auf der Straße.
Also ja. Ihr seht, auch Mädels aus der Branche sind ganz normale Mädels, die auch manchmal sich ein bisschen verstecken möchten und ja, die nicht mit jedem ins Bett hüpfen, der sie anschreibt, logischerweise. Auf gar keinen Fall. Also ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ich muss leider weiter ansetzen. Du bist dafür heute fertig, ja. Du Glücklicher. Bei mir fehlt noch ein Video, glaube ich, muss ich machen und das war's dann. Und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder und vielleicht hast du noch mehr Erfahrungen, die du berichten möchtest. Bestimmt. Ich würde mich freuen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Tschüssi. Ciao. Hey Lieben, danke, dass ihr euch das Video bis zu Ende angeguckt habt. Hier oben seht ihr mein letztes Video und hier könnt ihr den Rest meines Kanals angucken. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Thumbs up da und ihr könnt meinen Channel auch gern abonnieren. Bis zum nächsten Mal.